Grüß Gott, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ländle Talk aus dem Bregenzer Festspielhaus. Heute ein Schauspieler zu Gast, ein Vorarlberger Schauspieler, Michael Joachim Heiß, hallo. Hallo. Herr Heiß, Sie sind, ich habe es gerade angesprochen, Schauspieler, erfolgreich unterwegs, immer wieder zu sehen auf Kinoleinwänden, zu Hause im Wohnzimmer, auf den Fernsehbildschirmen. Zum Beginn aber eine Frage, Sie haben sehr, sehr kurios angefangen, nämlich als Installateur. Ja, das ist richtig. Ich bin gelernter Gaswasserheizungsinstallateur, habe bei einem Betrieb in Bregenz gelernt, habe dann irgendwie jahrelang in diesem Beruf quasi praktiziert und habe dann später die Entscheidung getroffen, nach Wien zu gehen und die Ausbildung zum Schauspieler zu machen. Woher kam denn die Intention vom Installateur zum Schauspieler? Kurioser geht es ja nicht mehr. Ja, das ist eine lange Geschichte und zwar beginnt die eigentlich mit meinen Eltern, die unbedingt wollten, dass ich Handwerker werde. Ich aber dann Jahre später draufgekommen bin, dass es doch nicht so hundertprozentig meins ist und ich dazwischen eben immer hobbymäßig oder amateurmäßig Theater und Musicals gemacht habe. Auch Bands habe ich gehabt, habe gesungen in Bands, war auch Schlagzeuger in Bands. Jazzgesang, glaube ich. Jazzgesang kam später mit dem Umzug nach Wien. Also eigentlich, ursprünglich bin ich nach Wien gezogen, um Jazzgesang zu studieren. Habe ich dann gemacht, 5 Semester. Und während dieses Umzugs nach Wien, oder beziehungsweise während dieser ersten Etappe in Wien, habe ich nebenher noch Schauspiel studiert. Kam dann drauf, dass es eigentlich mir mehr Spaß macht. Und so bin ich dabei gelandet. Ja, dann haben Sie angefangen, Schauspiel zu studieren, haben es abgeschlossen und sind dann auf diversen Bühnen gestanden, sowohl im Theaterbereich als auch im TV-Bereich. Haben Sie sich immer schon wohlgefühlt, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu fungieren? Eigentlich ja, und da gibt es diese kleine Anekdote. Und zwar habe ich nach dem Schauspielstudium, wollte ich mal Pause machen, habe dann diverse andere Jobs gemacht, auch wieder Installateur zum Teil. Und dann begann ich wieder an einer Schubert-Theater in Wien, an der Bühne Schubert-Theater, begann ich dann wieder zu schauspielern. Und in dem Moment der Premiere, als ich die Bühne betrat, hatte ich das Gefühl, genau da gehörst du hin. Das heißt aber auf die Bühne und nicht vor die Kamera? Ist so in diesem Zusammenhang dasselbe, würde ich sagen. Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen auf der Bühne stehen, vor Leuten zu spielen oder vor der Kamera zu stehen? Vorbereitungstechnisch ist Kamera meiner Meinung nach aufwendiger und präziser. Und Bühne ist eher spontan, aber Spaß macht beides im selben Sinn und werde auch beides in Zukunft machen. Irgendwann war mal der Punkt da, wo Sie die erste Rolle bekommen haben. Es war, glaube ich, ein Film mit Moritz Bleibtreu. Mhm. Denken Sie heute noch an diese erste Rolle vor der Kamera zurück, weil Sie mir gesagt haben, das war das Sprungbrett zu meiner Schauspielkarriere? Ja, Moritz Bleibtreu. Ja, der Film Crook, Rot war in Stadt tot sein, war das. Und da spielte ich einen Gangster von Paolo Losmanca. Und das ist eine Gangsterkomödie. Und das war eine ganz witzige Sache eigentlich, ja. Und man denkt an diese Filme natürlich zurück, wenn man dadurch irgendwas erinnert wird. Zum Beispiel habe ich jetzt November 2010, Moritz Bleibtreu in Wien wieder getroffen bei der Premiere von Jud Süß. Und habe ihn 8 Jahre nicht gesehen und wir haben uns beide gefreut, uns zu sehen. Und natürlich denkt man dann an diese alten Zeiten zurück, klar. Wie war denn der Weg? Bis dahin, wo Sie das Telefonat bekommen haben, haben Sie Lust mitzuspielen beim Film von Moritz Bleibtreu. Da müssen ja unglaublich viele Hindernisse sein, denn fast jeder Zweite wäre dann Schauspieler, aber schaffen letztendlich tut es fast keiner. Wie war denn der Weg? Wie viele Hindernisse hatten Sie zu überwinden und woher nahmen Sie immer wieder die Motivation, wieder aufzustehen nach Rückschlägen? Natürlich, also anfänglich geht man natürlich auf massiv viele Castings. Man bewerbt sich massiv, also es geht auch wahnsinnig viel Pressematerial, Fotos, Lebensläufe raus. Speziell als junger Schauspieler, der zum Film möchte, aber kein Filmmaterial hat, weil er noch in keinem Film mitgespielt hat, ganz schwierig. Die Produktionen und die Regisseure wollen immer Filmmaterial sehen, aber wenn du noch keine Rolle gespielt hast, woher das Filmmaterial nehmen?
So, jetzt muss man irgendwie das schaffen, dass man zum Filmmaterial kommt, dann bei der nächsten Produktion das vorzuweisen. Weil ohne Filmmaterial keine Rolle und ohne Rolle kein Filmmaterial. Und irgendwie gelang es mir dann mit Fotos. Manchmal sucht ich einen Regisseur vom Foto aus, sagt, das ist der richtige Typ, den möchte ich. Gibt es aber nicht allzu oft. Und machte dann noch 2-3 Werbungen. Dann hatte ich schon mal minimalstes Filmmaterial zusammen. Mhm. Und ja, das ist natürlich mit den Jahren immer mehr geworden. Und mittlerweile hat das schon mein Material schon Spielfilmlänge. Und ja, also klein anfangen einfach. Klein anfangen und dann den Weg weitergehen vor allem und nicht stehen bleiben. Bevor wir jetzt zu gewissen Rollen oder Filme oder Serien kommen, wo Sie überall schon mitgewirkt haben, was muss denn ein Schauspieler prinzipiell für eine Persönlichkeit sein oder was muss eine Schauspielpersönlichkeit mitbringen, um in diesem harten Business zu überleben oder vor allem auch Fuß zu fassen? Also ich glaube, viele sagen Talent, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist Disziplin und ich glaube auch eine Strategie. Ich glaube, man muss das einfach strategisch angehen. Wo ist das Ziel? Dort will ich hin. Was muss ich dafür tun? Und ich glaube, wenn man auf diesem Weg diszipliniert ist, glaube ich, funktioniert es auch. Und ich glaube, es ist gar nichts anderes. Es ist nicht irgendwie großes Charisma oder es ist nicht super Talent. Es ist nur, meine Meinung, Disziplin. Und was bringt die Schauspielerei mit sich? Beziehungsweise, was ist der Punkt, wo Sie sagen, genau drum bin ich Schauspieler geworden? Die eine Seite ist natürlich mal, ich möchte Leute unterhalten. Ich möchte Leute im Negativen wie im Positiven unterhalten. Das heißt, von mir aus, vom schlimmsten Drama, traurig, bis zu super tollen, lustigen Komödien. Und die andere Seite für mich persönlich ist, dass ich gern in diverse Rollen schlüpfe, auch die Recherchen für diverse Rollen betreibe, Analysen, Sekundärliteratur, je nachdem, um was es sich dreht bei der Rolle. Und diesen Charakter innerlich zu formen, das Herstellen einer Person, die es eigentlich gar nicht gibt, die fiktiv ist, aber irgendwo ihre Wurzeln hat, ihren Lebenslauf hat und dann als eigenständige Person in mir lebt, das ist irgendwie eine Herausforderung jedes Mal für mich. Das ist genau meine nächste Frage. Sie haben ja schon bei zig Aufnahmen mitgewirkt, Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo jeder kennt. Alarm für Cobra 11, wo sogar nach Amerika verkauft wird. Welche Rolle hat denn Ihnen bisher in Ihrem Lebenslauf am besten gefallen? Also für mich ist es eindeutig. Und zwar ist es die Rolle Werner Metzler aus dem Film von Reinhold Bilgeri. Der Atem des Himmels? Ja. Und das ist definitiv die Rolle, die für mich die größte Herausforderung war und auch die schönste Arbeit.